Der Großteil des rasanten städtischen Bevölkerungswachstums in Ländern in Afrika und Asien findet in den informellen Siedlungen statt. Informalität bedeutet kein Zugang zu geregelter Dienstleistungsversorgung. Es bedeutet rechtliche Unsicherheit in Bezug auf Wohnen und Arbeiten. Es bedeutet daher auch Angst, sein Grund und Boden zu verlieren bzw. seinen Job zu verlieren. In Mumbai in Indien werden im Jahr 2030 16 Millionen Menschen außerhalb formaler Planung in Informalität leben. Ich denke, dass wir mit unserem momentanen formalen Planungssystem und Dienstleistungssystem diese Menschen nicht erreichen werden. Für mich ist da Inklusion mehr als nur ein Trendbegriff. Es ist ein Paradigmenwechsel. Es ist ein Wechsel zu weniger Staat und mehr Mensch. Wir brauchen neue Kooperationen zwischen Stadt und Zivilgesellschaft, zwischen den Akteuren. Es müssen neue Verfahren, neue Prozesse gefunden werden. Und auch wir als EZ müssen uns vielleicht da neu definieren. Es ist ein Trendwort, aber im besten Sinne des Wortes. Ich würde sagen, man kann auch von einer Zeitgeistvokabel sprechen, in dem Sinne, dass in diesem Begriff Erfahrungen von Menschen auf diesem Planeten in einer globalisierten Welt zum Ausdruck gebracht werden, die sozusagen sich beziehen auf Erfahrungen der Vereinzelung, der sozialen Fragmentierung, der Sorge oder realisierten Erfahrung von Ausgrenzung, von Ungerechtigkeit. Und der Inklusionsbegriff beinhaltet gleichzeitig sagen auch diese Vorstellung einer anderen, gerechteren Welt mit mehr und besseren solidarischen Bezügen. Und das kommt hinzu, dieser Inklusionsbegriff ist eben auch politikfähig und kampagnenfähig. Er eignet sich dazu, sagen, unter diesem Begriff Menschen zu mobilisieren. Ich denke, es gibt keine Blaupause für eine inklusive Stadt. Inklusive Stadtentwicklung ist ein Prozess, den man vielleicht in meinem Kontext an ein paar Beispielen charakterisieren kann. Und zwar geht es um gleichwertigen Zugang im Allgemeinen. Es geht um Zugang zu Dienstleistungen, zu öffentlichem Raum, aber auch zu Beteiligungsmöglichkeiten. Und es geht aber auch darum, dass es nicht nur der Zugang geschaffen wird, sondern die Leute auch die Fähigkeiten haben, diesen Zugang zu nutzen. Planung soll nicht mehr nur für den Menschen, sondern vielmehr auch mit den Menschen stattfinden. Für mich ist eine inklusive Stadt eine Stadt, ein Ort, der ein Gefühl der Identität schafft und der Zugehörigkeit schafft. Ein negatives Beispiel wären momentan die Ereignisse rund um den Taksim-Platz in Istanbul, wo man sehen kann, was passiert, wenn Planung nicht mit dem Menschen stattfindet. Eine inklusive Kommune oder eine inklusive Stadt ist zunächst mal eine programmatische Vorstellung. In einer inklusiven Gemeinde oder einer inklusiven Stadt ist es erreicht worden von engagierten Personen, dass sich möglichst viele Bürgerinnen und Bürger einer Stadt, ich würde sagen auch auf der Grundlage eines Beschlusses des örtlichen Parlaments, auf den Weg machen, ihre eigenen Lebensbedingungen in der Stadt, die Infrastruktur, die Demokratie in der Stadt, die Dienste, die vorhanden sind, auch die Kultur, die Partizipationsmöglichkeiten von Menschen mit schwachen Stimmen dahingehend zu überprüfen, was man da besser machen kann in Richtung auf ein inklusives Zusammenleben. Also es ist sozusagen eine Wegbeschreibung oder ein Prozessbegriff, der aber sehr wirksam gemacht werden kann. Die Wissenschaft hat in Deutschland einen wichtigen Beitrag zur politischen Diskussion in Bezug auf soziale Inklusion geleistet. Sie hat den Begriff der Quartierseffekte geprägt. Seitdem wissen wir, dass das Wohnumfeld Armut reproduzieren, soziale Ungerechtigkeit damit verstetigen kann. Unter anderem ist in Deutschland daraus das deutsche Städtebauförderungsprogramm Soziale Stadt entstanden. Eine ähnliche Rolle könnte ich mir vorstellen für die Wissenschaft in Entwicklungsländern und die Rolle von Universitäten zu Städten. In meinem Kontext in Äthiopien haben wir gute Erfahrungen dabei gemacht, auch gute Erfahrungen dadurch, diese Beziehung aufzubauen und die Brücke zwischen Stadtverwaltung und lokalen Universitäten zu überwinden. Also zunächst mal würde ich sagen, die Zusammenarbeit ist ganz wichtig, aber man muss eben sehen, Forschung
hat wie Praxis auch ihre eigene Logik und es ist notwendig, dass man Grundlagenforschung von angewandter Forschung unterscheidet. Beide Bereiche haben ihre Wichtigkeit auch. Die Grundlagenforschung ist dazu da, um die Grundbegriffe zu klären und die Grundansätze zu klären. Und man kann das sehr gut am Beispiel von Partizipation deutlich machen. Der Partizipationsbegriff ist sozusagen nicht so ganz einfach zu fassen. Es ist notwendig, sich systematisch zu nähern, um seinen Bedeutungshof zu erschließen. Wenn man das aber dann mal hat, dann kann man sozusagen in der Zusammenarbeit mit Forschung oder zwischen Forschung und Praxis anfangen, sozusagen wichtige Fragen zu klären, wie zum Beispiel die Nutzung von Technologien für die Kontrolle des Lebensumfeldes von Menschen mit Behinderung oder ihre Stärkung von Beteiligungsmöglichkeiten an politischen Prozessen und so weiter.